So, hallo und herzlich willkommen einmal wieder mehr auf dem schönen Kanal Angel Readings zu einem Liebestarot, einem Liebesorakel, das wir uns jetzt mal ja, gemeinsam anschauen wollen. Was ist denn heute Phase? Was steht denn heute am Programm? Ja, eine wichtige Frage und zwar, ja, wenn es gerade darum geht, irgendwie, ja, ich höre nichts mehr von dem, ich sehe nichts mehr von dem, der hat sich rar gemacht. Hat sich zurückgezogen, vielleicht nach einem Rückzug, nach einer Trennung, ist natürlich die Frage da, ja, hat dein Gegenüber denn gerade überhaupt noch Gefühle für dich? Gefühle in Form von Sehnsucht, in Form von Vermissen, in Form von Reue, ja, also all das kommt natürlich in einem hoch, ne? Also ich sag's ja immer wieder, der oder die Verlassene ist im Loch drin, klar. Aber der oder die, die verlässt, ja, für die ändert sich ja auch etwas. Es gibt keine WhatsApp-Nachrichten mehr, es gibt keinen guten Morgen, keine gute Nacht, kein wie geht's dir, keine Zweisamkeit, kein Treffen, kein Telefonieren. Auch da ändern sich die Dinge und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja. Das heißt, auch für den, der verlässt, ändern sich Dinge. Und dann kommt man natürlich ins Nachdenken, ne? Und da wollen wir jetzt mal reinschauen, was gibt es denn da überhaupt Schönes zu sehen? Ich habe gestern auch nochmal, wer das jetzt nicht hören will, kann gerne skippen, vorspulen. Das heißt, ich habe gestern eine liebe WhatsApp-Nachricht und die nicht zum ersten Mal bekommen. Die Frage, ja, wie ich das mache, dass ich immer in meiner Mitte bin, dass ich immer bei mir bin, dass ich immer die Energie habe, jetzt mittlerweile seit... Ja, 3 Jahren und nach 2398 persönlichen Readings und 1500 Videos auf YouTube immer noch die Energie habe, für andere da zu sein. Wie mache ich denn das? Naja, ich habe mir gedacht, ich erkläre es mal eben kurz, wie geht denn das überhaupt? So ein bisschen umrissen, in seiner Mitte zu sein, bei sich zu sein, zu sagen, okay, draußen ist meistens alles nicht so schön, die Leute werden immer blöder, werden immer doofer, man muss immer mehr den Kopf über andere Leute schütteln. Ich jetzt für meinen Teil auch, es ist meine Verantwortung, immer volle Energie, volle Aufmerksamkeit ins persönliche Reading zu geben. Ich nehme mir für ein persönliches Reading sehr viel Zeit, das ist auch ein bisschen was anderes als ein YouTube-Video. Das kostet auch Energie, natürlich. Aber wie mache ich denn das alles? Ja, da habe ich es gestern wieder bekommen, die WhatsApp, wie mir das am besten so anstellt. Ja, dann habe ich mir gedacht, stimmt, wie mache ich denn das eigentlich? Und da habe ich mir mal ein paar Stichpunkte gemacht, die dir vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen können, einfach aus dem Haus zu gehen und zu sagen, mir geht's gut, ich bin bei mir, alles fein und ich gehe jetzt in die Welt, in meinen Tag und bin absolut bei mir. Also muss man natürlich dazu sagen, ich bin ja kein Shaolin-Mönch. Ne? Ich bin auch mal grantig für mich selber, dann schaue ich mich auch gleich an, Moment mal, was will ich mir selber gerade mitteilen? Ich bin auch mal so ein bisschen latschig und so, ne? Ich mache auch mal an einem Tag, wenn ich merke, okay, heute ist die Energie nicht so da, lasse ich es mit den persönlichen Readings erstmal sein, mach später. Na, also ich muss schon auch immer schauen. Na? Aber dass ich immer in meiner Mitte bin, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich schaue schon seit keine Ahnung wie viel zig Monaten keine Nachrichten mehr. Kein Fernseher, Nachrichten, keine Zeitung, kein Internet, Nachrichten, kein... Ich, wenn im Auto sitze und das Nachrichten schalte ich aus oder schalte mir Musik ein, ich lasse das gar nicht mehr an mich ran. Weil Nachrichten, Medien ist gleich Panik, ist gleich, du sollst Angst haben. Wenn du das mal beobachtest, du sollst immer irgendwie Angst haben. Und der Russe kommt, wir müssen in Israel in den Krieg, Corona bringt uns alle um, die Impfung, die Nebenwirkungen bringen dich alle um, es gibt nur noch Gut, es gibt nur noch Böse, hab Angst, zahl deine Steuern, sei ein braver Bürger. Ja, also ich habe das schon lange, lange weggegeben. Das ist mal das Erste. Gib dich nicht den Medien hin, ja, weil die wollen einfach immer nur, dass du Angst hast. Und Angst ist ein ganz, ganz schlechter Begleiter. Das ist mal das Erste. Halte dich von allem fern, was dich irgendwie ängstlich macht. Und da sind die Medien ganz, ganz oben drüber. Na?
Ja, und das nächste, was ist, du musst natürlich schauen, dass du nicht komplett von Idioten umgeben bist. Ja, wenn du sagst, ich möchte bei mir sein, ich möchte in meiner Mitte sein, ganz, ganz wichtig zu gucken, wer ist denn da in meinem Umfeld? Ist der noch ganz dicht? Hat der einen Vogel? Flippt der ständig aus? Will jemand was ständig von mir? Raubt mir einer meine Energie? Sind da respektlose Menschen in meinem Umfeld? Also auch ein ganz wichtiges Thema. Schau, dass du nicht komplett von Idioten umgeben bist, weil so kannst du auch niemals zu dir finden. Da kannst du machen, was du willst. Wenn du immer nur Idioten um dich herum hast, geht das nicht. Auch du darfst dich von Menschen zurückziehen. Das mache ich auch. Ich habe mich sogar von meinem eigenen Vater zurückgezogen, weil mir das Gezeter zu blöd wurde und ich gemerkt habe, ey, das tut mir alles nicht gut. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung für mich, weil ich in mir ruhe. Ja, treffe meine Entscheidungen im Leben, blicke nicht zurück und dafür musst du eben gute Entscheidungen treffen. Ja, das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, was ganz, ganz großes Thema ist. Ja, schau immer, dass du im Heute da bist. Du bist jetzt hier am Leben, du bist nicht gestern am Leben und du bist auch nicht morgen. Also ich hoffe, dass du morgen am Leben bist, aber das, was morgen ist, keine Ahnung. Kommt das, passiert das, wird das überhaupt so, wie es mein Kopf sich denkt? Ja, auch was gestern war. Es ist schon lange rum. Vorhin hast du dieses Video angeschaltet vor 6 Minuten, schon vorbei. Es ist gar nicht mehr real, das ist gar nicht mehr existent. Die Vergangenheit, die kommt nie wieder her. Also da brauche ich mir auch überhaupt keine Gedanken drüber machen. Genauso, was ist denn nächste Woche, nächsten Monat, was mache ich denn im Sommer so? Völlig wurscht. Was wird mein Chef wohl morgen von mir wollen? Ist der Kollege nächste Woche noch so blöd zu mir? Das ist alles Feenstaub und ganz weit weg, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Immer wieder dich selber abholen und sagen, jetzt bin ich da und nur genau jetzt in diesem Augenblick findet dein Leben statt. Es findet nicht mehr gestern statt und was morgen ist, weiß keine alte Sau. Jetzt musst du da sein. Jetzt im Leben kannst du mal ganz nett bei dir testen. Mal schauen, wenn du mit dem Auto von A nach B fährst und kommst dann bei B an, erinnerst dich meistens gar nicht mehr großartig an die Strecke, die du gefahren bist, weil dein Kopf ständig irgendwie bei irgendwem irgendwo war. Und da gilt es mal ranzugehen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich mal ganz bewusst öfters auf das, was ich jetzt gerade tue. Also, jetzt ist das Leben. Nicht gestern, morgen, keine Ahnung, jetzt da sein. Das ist immer ganz wichtig, um bei sich zu sein, weil ganz, ganz viele Gedanken drehen sich immer um, ach, was war denn da und wieso ist denn das jetzt so gewesen und hätte ich vielleicht mal das machen sollen oder wäre nur das so und so gekommen und was ist denn wohl morgen? Wie wird denn das Gespräch nächste Woche? Keine Ahnung. Also brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken. Ganz wichtig, jetzt da zu sein. Was natürlich auch wichtig ist, okay, jetzt rede ich schon lange, aber ich führe es jetzt einfach mal gar zu Ende, weil ich die Frage wirklich oft kommt, wie ich das so mache, dass ich immer in meiner Energie bin. Ich möchte dir das halt einfach ein bisschen mitgeben. Thema soziale Medien und ja, du bist gerade auf YouTube. Schaust dir aber was Sinnvolles an. Jemand, der dir sagt, was du zu tun hast, dass du bei dir bist, dass du dich gut fühlst und dass deine Energie da ist. Und dann sind wir beim Thema soziale Medien. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Du lenkst, wenn du dich täglich ein oder mehr Stunden da aufhältst, lenkst du deine Aufmerksamkeit von dir weg. Du lenkst deine Aufmerksamkeit von dir weg in dein Tablet, in dein Handy, in deinen Computer und bist gar nicht bei dir. Du lenkst deine Aufmerksamkeit ganz woanders hin und du verlierst dich im Endeffekt selber. Da ist es natürlich mal wichtig zu schauen, okay, lasse ich es mal bleiben und lenke ich meine Aufmerksamkeit mal wieder zu mir, in mich hinein und komme mal wieder zu mir. Also ich schaue auch ab und zu mal ein Kochvideo oder sonstiges an, klar. Aber du kannst, wenn du Stunden am sozialen Medien schauen bist, kannst du das machen, sollst aber wissen, du verlierst dich selber, weil du deine Aufmerksamkeit nach außen lenkst und das ist das Sprichwort, die Energie folgt der Aufmerksamkeit und deine Energie ist dann woanders, nicht bei dir. Also heißt, nimm dir mal mehr Zeit für dich selber und tu was für dich. So,
Ja, und das habe ich auch gesagt, der größte und wichtigste Punkt eigentlich in seiner Mitte zu sein, da bin ich auch schon beim letzten Punkt angelangt. Du musst dir einfach mal ein paar Dinge einfach wurscht sein lassen. Egal. Ja? Denk nicht so viel nach, denk nicht so viel über Probleme nach, denk nicht so viel darüber nach, wie blöd der jetzt war, denk nicht so viel darüber nach, was ich jetzt nächste Woche beim Vorstellungsgespräch gefragt werden könnte. Lass dir mal ein paar Dinge einfach wurscht sein und sag das auch für dich oder zu dir selber mal ganz bewusst immer wieder, ist kein Witz, ist mir wurscht. Ja? Dass dir mal ein paar Dinge egal werden, weil an dir heften und halten so viele Themen, so viele Probleme, so viele Dinge anderer, so viele Themen anderer oder gar andere Menschen, dass du hier auch ab und zu mal sagen kannst, Moment mal. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Problem, was ich da jetzt schon wieder mitbekomme. Ist mir wurscht. Und dass letzte Woche mein Partner so bescheuert zu mir war und sich jetzt eine Woche nicht meldet, ist mir wurscht. Ja, das ist mir auch wurscht, was nächste Woche passiert, wenn ich aus dem Haus gehe zu diesem Treffen. Ist mir wurscht. Sag dir das ruhig mal ein bisschen auch gern laut zu dir selber. Lass dir einfach mal eine Riesenportion Dinge im Leben egal sein. Weil du darfst nie vergessen, du bist auf dieser Welt, dass du es dir leicht machst, dass es dir gut geht, dass du Spaß hast, dass du Freude hast. Und das alles geht nur, wenn du bei dir bist, wenn du alles beisammen hast bei dir und nicht, wenn du ständig irgendwo mit irgendwie bei ihm irgendwem warst oder was sein wird oder was irgendwann mal passiert ist. Egal. Ja? Hab Spaß im Leben, genieß die Zeit, die du hier bist, gib dich nicht mit so vielen Themen ab, die vielleicht auch gar nicht wirklich dein eigenes Problem sind. Es ist nur irgendwie da. Gib's weg von dir. Also das sind so meine ja, paar Punkte, die ich immer so ein bisschen für mich beachte, dass ich bei mir bin, dass ich Dinge nicht so nah an mich heranlasse, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Weil auch du darfst erstmal auf dich schauen. Was ist mit dir los? Geht es dir gut? Ist deine Aufmerksamkeit bei dir und deine Energie? Oder ist deine Aufmerksamkeit bei jemandem anderen und somit auch deine Energie bei jemandem anderen? Energie ist endlich, am Ende des Tages hast du deine Energie für den Tag verballert, für jemanden oder für etwas, aber nicht für dich und das ist schlecht. Also, nicht vergessen, Energie folgt der Aufmerksamkeit und deine Aufmerksamkeit darf jetzt mal zu dir gehen und sagen, ich bin jetzt mal für mich selber aufmerksam. Was ist mit mir los? Was stört mich? Was hemmt mich? Was bremst mich? Was kann ich von mir weggeben, dass mein Kreis sauber ist? Was dahinter ist, kannst du nicht beeinflussen. Aber du kannst beeinflussen, was ist in deinem inneren Kreis los? So. Ja, und jetzt wollen wir natürlich mal schauen, was denn das Reading des Tages so mit sich bringt. Und da bin ich schon mal gespannt. Weil wir mal schauen wollen, ja, sind denn da überhaupt noch Gefühle? Was ist bei euch beiden so los momentan? Oder ist es halt jetzt auch einfach so weit, wie gerade gesagt, dass du sagen kannst, gut, alles klar, ist vorbei, kommt nicht mehr, ich gehe weiter. Na, also, dass du auch mal so ein bisschen in diesen Gemütszustand kommst. Und wir wollen mal schauen, natürlich jetzt neuerdings am Kanal auch, wir schauen mal bei dir rein in der Energie, was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Wir wollen mal eine Hauptaussage erstmal. Nee, Moment, erst brauchen wir mal ein Bild. Na, kein Bild, kein Ton, hier waren wir schon. Okay. Ach, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Ganz, ganz oben auf der Liste steht Humor haben. Ja, alles mit dem gewissen Quäntchen Humor sehen. Na, das, nimm das Leben nicht so ernst. Also. Wir wollen schauen, wir wollen jetzt erstmal wissen, was ist denn da bei euch beiden überhaupt aktuell so zu sehen? Zum Thema Gefühle, zum Thema Anziehung. Ist da noch was? Kommt da noch was? Wird das noch mal was? Und da kriegen wir jetzt mal, jo, oh, das, ja, das sind schon mal die sechs Schwerter. Und bei den sechs Schwertern, da geht es um eine notwendige Veränderung. Ja, da geht es darum, dass ich etwas tun soll. Das heißt auch, ja, das ist vielleicht auch ein gemeinsamer Aufbruch. Also, wenn ich jetzt hier mal so reinschaue und du hast so ein bisschen das Bauchgefühl, also der Typ, der könnte wahrscheinlich schon auch noch mal wollen. Ne? Du meinst, Frauen, gerade Frauen spüren das ja sehr, sehr stark. Die haben ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl.
wenn die so ein bisschen die Intuition und das Gefühl haben, na, da ist doch noch was da, der will doch noch was, ja, dann ist da meistens schon auch was dran. Es ist halt immer nur die Kunst, den guten Mann aus der Reserve zu locken. Aber die Energie, die euch beide hier umgibt, ist schon die für eine notwendige Veränderung. Vielleicht, ja, was bei euch beiden irgendwie unschön, Streitereien, Missverständnisse, vielleicht war auch ein bisschen das Ungleichgewicht da, ne? Dass du viel getan hast, er hat nicht so viel getan, Bier, Chips, Fußball und du hast die ganze Zeit geguckt, dass hier irgendwie ein Level bleibt, dass die Partnerschaft funktioniert. Na, also da müssen gemeinsam beide Dinge ändern. Und das hier ist die Karte für die notwendige Veränderung und der gemeinsame Aufbruch. Also ich sehe schon, wenn ich für euch beide jetzt hier mal reinschaue, kann ich schon sehen, ja, beide müssen etwas dafür tun, dass das besser wird. Du natürlich, du sollst dich auch entspannen in deiner Partnerschaft mit deinem Wunschpartner. Du sollst nicht angespannt sein, du sollst nicht Angst haben. Du sollst nicht befürchten, dass das vorbeigeht, wenn du nicht ständig was machst, sondern du sollst auch entspannt sein. Er auch, aber er darf sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr bemühen, dass diese Partnerschaft lebt. Ja, man sagt ja immer an der Partnerschaft arbeiten, aber das ist ja auch so. Arbeiten klingt gleich immer gleich so, aber es gibt ja auch schöne Arbeit. Ne? Und wenn man immer an der Partnerschaft etwas tut, arbeitet, verbessert, wie geht's dir damit, wie geht's dir damit, ist alles in Ordnung, dann ist das ja auch eine schöne Arbeit. Und hier der Vogel, das ist die Vogelperspektive. Das heißt, auch mal die Dinge von oben betrachten, ja, das heißt auch, dass sich hier Dinge ändern müssen. Vielleicht hat er die Partnerschaft oder das Kennenlernen mit euch auch mal von oben angeschaut und hat gesagt, ja, da war ich vielleicht ein ziemlich fauler Sack. Ja, ich habe ja, da mich vielleicht auch überhaupt nicht großartig bemüht um die Frau. Die hat sich super viel um mich bemüht. Na, das habe ich jetzt irgendwie schon eingesehen. Also, wenn das nochmal was werden soll, dann müssen beide an einem Strang ziehen. Das heißt also, er müsste mehr tun und du darfst dich auch mehr entspannen in dieser Partnerschaft. Nicht immer angespannt sein, weil Liebe kommt von selber. Für Liebe muss man nicht kämpfen, ja? Für Liebe ist einfach da oder sie ist nicht da. Und wenn beide es verstehen, dass man gemeinsam daran zu arbeiten hat, ja, dann ist das auch etwas, was funktionieren kann. Na? Ist ja keiner perfekt. Bin auch nicht perfekt. Na? Ich schmeiß auch meine Socken verkehrt rum in den Wäschepuffer. Und wenn ich dann eine Freundin habe, ja, dann ist die vielleicht davon genervt, wenn sie die jedes Mal wieder zurückstülpen muss oder so. Also keine Ahnung, ich bin ja kein Heiliger, ne? Bin ja auch ein Mann mit Macken, ein verwirrter Mann mit Macken. Und es ist auch noch Liebe da, ne? Das ist ja perfekt. Also, diese Karte, ganz wichtig jetzt gerade momentan, dass ich dir sagen kann, hier in der Hauptaussage in Bezug auf euch beide braucht es eine Veränderung, es muss sich Dinge ändern. Und ich habe so das Gefühl, auch er hat die Sache mal ja von oben betrachtet, von oben angeschaut und gesagt, wenn man es mal so betrachtet, dann braucht es hier eine Veränderung, weil es ist noch Gefühle da, es ist noch Liebe da. Und ich habe mir die ganze Sache jetzt mal von oben angeschaut. Also vielleicht auch ausnahmsweise mal den Rückzug sinnvoll genutzt. Na? Ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall auch mal schauen, was haben wir denn bei ihm da? Es ist eine schöne Energie, ich kann es dir schon verraten. Ich habe es nämlich schon gesehen, der Stern. Das ist so ein bisschen die Karte, die sagt, okay, alles wird gut. Der Stern ist ja auch so eine Karte für Hoffnung. Das ist vielleicht auch eine Karte für Harmonie. Ja, dass er tatsächlich vielleicht jetzt endlich verstanden hat, okay, für das, dass diese Partnerschaft läuft, muss ich schon auch was tun. Na? Vielleicht hast du ja so einen Trüffel ausgesucht, der da irgendwie eingefahren ist, ne, in seiner Art, die Beziehungen zu führen, die wahrscheinlich schon 25 Mal in die Brüche gingen, eher immer die Schuld bei allen anderen gesucht hat. Aber vielleicht kommt auch da irgendwann mal das Umdenken. Wenn ich hier oben sehe, okay, für die Liebe muss sich etwas ändern. Wenn man sich mal von oben betrachtet, sieht man ja auch sich selber. Ja, und hier der Stern ist eigentlich eine schöne Karte dafür, wo ich bei deinem Herzblatt gerade sehen kann, okay, da ist schon so ein bisschen die Hoffnung da, dass alles gut wird.
Na, was man da noch dazu bekommt, klar, die Fische, Gefühle, Partner, Partnerschaft, alles ist im Fluss. Na, also dafür, dass alles im Fluss ist, müssen natürlich beide etwas tun. Also denke mal, wenn du jetzt ein Herzblatt an der Backe hast und sagst, ja, irgendwie habe ich viel mehr getan wie der, das hat mir sowieso nicht so gut im Kram gepasst, ist es vielleicht jetzt hier an der Energie schön zu sehen, dass auch er versteht, eine Partnerschaft, Partner sind ja immer zwei, gehören ja auch zwei dazu. Das heißt also, du tust Dinge für die Partnerschaft. Er tut Dinge für die Partnerschaft. Und das Ganze ist dann vorzugsweise so einigermaßen in der Waage drin. Ne? Nicht so, ja, dass du hier ständig am Mörbeln bist und er fragt sich, wieso ist denn die Partnerschaft so komisch, sondern beide müssen gleich viel tun. Und das sehe ich schon bei ihm gerade mit der Hoffnung, dass alles gut wird. Und den Fischen, ja, das ist Gefühle, das ist Partnerschaft. Ja, und ich habe so das Gefühl, das würde er dir auch gerne mitteilen wollen. Na, der Brief, die Botschaft, die Kommunikation. Also, ich habe hier schon so das Gefühl von ihm, dass er jetzt da, wo er ist, einfach ins Umdenken gekommen ist und ins Verstehen und ins Erkennen und sagen, hey, ja, Mai, ich bin halt vielleicht einfach nur ein kleiner Bauer, der es nicht versteht, eine Frau zu befriedigen, also emotional meine ich natürlich jetzt in erster Linie mal, gefühlsmäßig ihr in der Partnerschaft das zu geben, weil was du brauchst, was du möchtest in der Partnerschaft, ist ja aufgehoben sein. Eine Frau möchte sich in der Partnerschaft aufgehoben fühlen. Die möchte sich sicher fühlen, die möchte Vertrauen haben, die möchte auch die Gewissheit haben, das ist mein Partner. Ja, also da brauche ich gar keine Karte bei dir legen, aber wir schauen auf jeden Fall trotzdem mal rein. Was umgibt dich denn da aktuell so zu dem Thema? Wir wollen schauen. Oh. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Karten schreiben, in die Kommentare schreiben, wenn ihr öfter mal so ein bisschen was wissen wollt, so zum Thema Leichtigkeit, zum Thema in die Mitte kommen, zum Thema Loslassen, und sowas ein bisschen. Kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du das jetzt am Anfang des Videos interessant fandest, weil es halt auch was für dich ist, oder ob du das gar nicht sehen willst. Na, kannst du mir ja gerne mal schreiben, oder ob ich dazu extra ein Video machen hätte sollen. Na, ich bin ja immer für konstruktive Kritik da. So, ja, was haben wir denn da Schönes? Das sind ja die Neun der Kelche. So, also da geht es schon auch so ein bisschen, dass du dir, glaube ich, sicher bist, dass er noch was von dir möchte. Ich habe es ja gerade gesagt, anfangs des Readings, Frauen haben ein sehr gutes Bauchgefühl, eine gute Intuition. Ja, die haben Männer auch, aber die hören halt eher auf den Kopf. Frauen haben immer ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Ja gut, die Neun der Kelche, da geht es natürlich auch um zufrieden sein, stolz, selbstgefällig sein. Aber da gibt es schon auch darum, dass sich da jemand sicher ist. Und du siehst ja, der sitzt jetzt da so, unser kleines Männchen, und ist sich ziemlich sicher, dass da auf der anderen Seite noch Gefühle sind. Na, weil es sind ja die Neun der Kelche. Und du brauchst ja 10, das heißt den 10. Kelch, du weißt schon ganz genau, wo der steht, nämlich hier bei deinem Herzblatt. Na, und da bist du dir gerade eben schon relativ sicher, der hat noch Gefühle. Da ist noch Sehnsucht da, aber was ihn eben davon abhält, ja, ist wahrscheinlich gerade, dass er in seinem Rückzug so ein bisschen die Erkenntnis gerade erlangt, ha, okay, ich habe es schon verstanden, irgendwie ist da schon eine Anziehung da, vielleicht sollte ich mich mal melden. Also man könnte hier auch sagen, du sitzt das Thema aus, bis der mal wieder auf dich zukommt, aber verliere dich dabei nicht selber. Thema, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn deine Aufmerksamkeit ständig bei ihm ist, von dem du gerade eh nichts hörst, ist auch deine Energie bei ihm. Und wenn deine Energie bei ihm ist, hast du selber keine Energie. Dann bist du gehemmt, gebremst, blockiert, gelähmt, kommst nicht richtig vorwärts in deinem eigenen Leben. Also diese Aufmerksamkeit für ihn sollte sich auch trotzdem in Grenzen halten, wenn du gerade nichts von ihm hörst. Na? Aber gut, da ist sich jemand schon sicher, dass da auf der anderen Seite auf jeden Fall noch ein Kelch mit Liebe wartet. Das ist ja schön zu sehen. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Ja, ich denke mal, wenn ich bei dir mal so reinfühlen und reinspüren darf, der Hund, Loyalität, Treue, also da ist schon die Loyalität da bei euch beiden von dir aus.
Der Hund natürlich auch die Anhaftung. Ja? Also ihr habt schon eine Anhaftung da, ist schon eine Bindung da bei euch. Das sehe ich hier allein schon. Hier muss sich was ändern. Gemeinsamer Aufbruch. Die Liebe ist da, die Gefühle sind da, die Hoffnung, dass alles gut ist, wird da. Du weißt schon, dass da noch was ist bei ihm. Ja, weil du weißt vielleicht auch, diese Anhaftung, diese energetische Verbindung, die spürst du schon auch. Ne? Also er könnte sie schon auch spüren. Aber wie gesagt, Männer sind halt immer gerne mal im Kopf unterwegs. Ne? Denk, denk, denk. Und dann schauen wir, was wir jetzt da noch sehen. Ja, also das ist der Park, das ist ja in der Liebe die offizielle Partnerschaft. Da bist du dir schon gerade ziemlich sicher, dass bei dem noch was ist, ne? Aber die Verzweiflung und die Sehnsucht kommt halt da auch irgendwie noch dazu bei dir, wo du sagst, wäre ja ganz nett, wenn da jetzt mal irgendwas passiert, ne? Weil du möchtest ja auch deine Energie bei dir haben. Also, wenn ich bei dir reinschaue, da weiß eine schon ganz genau, was auf der anderen Seite los ist, gefühlsmäßig. Ja, die Anhaftung ist da, diese offizielle Partnerschaft, das Thema ist in deiner Energie schon auch noch zu sehen. Ja, und wenn ich bei ihm reinschaue, sage ich mal so, kann es ja gar nicht mehr lange dauern, bis da was vorwärts geht. Aber wir gucken mal, was wir jetzt da unten noch kriegen. Hinweise, Impulse, Tendenzen. Tja, du wärst fast der Turm rausgerutscht, wollte aber nicht. Ach, das ist auch so eine Karte. Der Hierophant. Also da dachte ich immer, was ist denn das für einer? Aber der steht natürlich auch für Erkenntnisse. Der steht daraus, dass jemand seine Lehren draus gezogen hat. Und der steht irgendwie auch für eine höhere Stufe in einer Beziehung. Also, wenn ihr dieses erste Kennenlernen, dieses erste Partnerschaftsding vielleicht in den Sand gesetzt habt oder er es hat, ja, dann ist natürlich jetzt, wenn man mal wieder zusammenfindet, die Beziehung automatisch auf einer höheren Stufe. Man weiß jetzt, was man aneinander hat. Man weiß jetzt, dass man den anderen nicht mehr loshaben will. Diese Beziehung ist jetzt fester, ist jetzt tiefer. Und er hat hier schon sein Lehrgeld bezahlt. Er hat schon seine Lehre bekommen, diese Erkenntnis. Okay, ich war ja jetzt hier mal auf dem vollkommen falschen Weg. Ich will euch jetzt die Unterseite des Decks nicht vorenthalten, weil da ist ja der Turm. Das ist der totale Zusammenbruch, ja, von dem, was er eigentlich dachte, was gut für ihn ist, ja. Beim Turm, das ist ja eigentlich eine super krasse Karte, da geht es wirklich darum, dass etwas sein muss, das ist ein Umbruch und das ist ein Zusammenbruch von seiner Welt, die er gerade hat, in der es ihr eben nicht gefällt. Na, deswegen braucht es hier diese notwendige Veränderung, weil wer will schon in diesem Turm leben? Ich nicht. Und das ist die Erkenntnis, die Lehre und das ist die höhere Stufe in einer Beziehung. Also kann jetzt hier die nächste Stufe der Beziehung gezündet werden. Da haben wir jetzt gleich zwei Karten. Denn zum einen haben wir hier die Feder, für mich gern auch mal die Karte für die Leichtigkeit. Na, vielleicht hattet ihr es oder hattest du es ja in der Beziehung nicht leicht, wenn du immer getan und gemacht und gekämpft hast, dass da jetzt die Lehre und die Erkenntnis bei ihm eingezogen ist, dass auch du in deiner Leichtigkeit sein darfst. Und dass ihr beide gemeinsam ins Wachstum kommen könnt. Der Baum, die Karte des Lebens, des Wachstums und der Bindung mit dem geöffneten Buch. Ja, dass da eine neue Seite im Buch eures Lebens stattfinden darf. Also ich kann dir sagen, wenn du jetzt zu mir geschrieben hättest, hättest gesagt, Patrick, schau doch mal für mich in die Karten, was geht denn da jetzt noch oder ist da jetzt tote Hose? Würde ich dir auf jeden Fall sagen, also hier schaut es mir auf jeden Fall so aus, als würde er sich über kurz oder lang eh bei dir melden, weil der verstanden hat, er hofft, dass alles gut wird, das sind noch die Gefühle, die Liebe ist da. Du spürst und fühlst eh schon, dass da noch was ist. Und hier hat er schon seine Lehren gezogen, dass auch du ein bisschen die Leichtigkeit haben darfst in der Partnerschaft und dass hier stabiles Wachstum gibt. Also schaut sehr schön aus. Ich würde sagen, ja, heute habe ich ja mächtig überzogen. Ich glaube, halbe Stunde, so lange habe ich ja noch nie ein Video gemacht. Aber wie gesagt, kannst du mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich öfters mal so ein kleines Tutorial über Selbstwert, Selbstliebe, Energie bei sich haben und so weiter machen soll oder nicht.
Würde mich freuen. Und ansonsten, ja, lasst viel Liebe da. Ein Daumen drauf, ein Kommentar, ein Abo am Kanal wäre schön. Und ansonsten, ja, wie immer, bleibt gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.